sugar. I got my baby, my sugar. I never made me my sugar. Sugar, sugar baby of mine. You never ask for my money. All that I give him is honey. And then you can spend any time. I've made a million trips to his lips. I've ever been. Because he's sweeter than Charlie Haley to me. His affection is sugar. Was hast denn du noch vor? Gisela. Ach so. Komm, los jetzt. Es ist morgen um 12 im Englischen Garten. Vor dem Seehaus. Mhm. Der Hans will noch mal anrufen. Sag ich ihm. Hat er sich wieder beruhigt? Da hätte sie noch nicht so anschreien müssen. Hast du schon wieder vergessen? Alles. Ist der Rest, mehr war nicht da. Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegs gefreiten Sinn und verantwortungslosen Tod und Verderben gehetzt. Sophie Lein? Willi freut sich bestimmt, wenn du ihm hilfst. Hier, die Briefmarke. Und das Verzeichnis. Danke, Willi. Und was ist mit dem Rest? Die verteile ich morgen in der Uni. Willi, der Aufstand der Studentinnen, neulich im Deutschen Museum. Da war es doch fast soweit. Gerade deswegen ist bei der Gestapo Alarmstufe 1. Hans. Und auch unsere Parolen überall draußen an den Wänden. Hans, wir verstecken die Reste unter den Paletten, bis wir neue Umschläge haben. Das geht doch nicht. Es gibt doch keine mehr. Papiermangel. Nachts was an die Wände zu schreiben, ist schon gefährlich genug. Aber am helllichten Tag mit diesen Flugblättern in die Uni. Spinnst du? Jetzt müssen wir was tun. Jetzt. Jetzt bringen wir die Stadt in Bewegung. Gerade jetzt nach Stalingrad will mir doch die Uni vor braunen Spitzeln. Wenn die Bolschewisten kommen, dann erwischen sie die Schlapphüte wenigstens gleich auf einem Haufen. Ich würde mir selbst an deiner Stelle nicht wünschen, dass der Russe vor dem Ami kommt. Du hasst doch die Bolschewisten am meisten. Hans, das ist Wahnsinn. Tu's nicht. Ich gehe während der Vorlesung rein, da ist keiner in der Halle. Dann bin ich sofort wieder draußen. Vorne rein, hinten raus. Zu riskant. Willi. Ich übernehme die Verantwortung. Ich allein. Mit dem vollen Koffer willst du jetzt durch Schwabing laufen. Den nehme ich. Hans, ich halte es nicht für richtig, dass Sophie da irgendwo... Falls eine Kontrolle kommt, dann haben es Frauen leichter. Sie hat recht. So. Abmarsch, Leute. Thank you.
morgen um 12 bei mir. Also gleich morgen. Die Nazis warten auch nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Liebe Lisa, ich lasse mir gerade das Forellenquintett vorspielen. Man spürt und riecht in diesem Ding von Schubert förmlich die Lüfte und Düfte und vernimmt den ganzen Jubel der Vögel und der ganzen Kreatur. Die Wiederholung des Themas durch das Klavier wie kaltes, perlendes Wasser. Oh, es kann einen entzücken. Lass doch bald von dir hören. Herzlichst, deine Sophie. Mutter noch Marmelade hat? Auf die Marken gibt's nur noch Steckrübensirup. Unauffällig genug? Mhm. Heute fliegt der Funke in die Uni.